Wie würde das an dir aussehen? Hm, auch nicht so wirklich. Brigandine ist sowieso schlechter, hervorragender Gambason. Gewand des flinken Jägers, Gambason, da ist da die Bescheidenheit. Nee, auch wenn das jetzt nicht ganz so auf ihre Rüstungsklasse, vor allem weil sie Nahkämpferin ist. Aber sie hat recht hohe Verteidigungskräfte eigentlich. Von daher ist das schon gut. Bei Edea, ja, da können wir eh nichts machen. Wir haben eigentlich keine Schuhe für Edea. Fällt mir jetzt gerade so auf. Heimlichkeit. Entschlossenheit, Resistenz gegen Gewandtheitswirkungen. Das da wäre doch gut für Edea. Und für Xoti. Die hier? Tekeo hat auch keine an. Maya kriegt mal die hier. Und Tekeo kriegt ruhig die hier. Man merkt, wir haben Tekeo fast noch gar nichts gegeben. Nö. Ein Abwehrumhang wäre zum Beispiel nicht schlecht. Handschuhe, wie sieht's damit aus? Komm, du kriegst mal die und Tekeo kriegt die. Ringe. Ringe und ein Gürtel. Heilung erzeugt, weil ist gerade ein bisschen blöd, dass wir Tekeo so wenig Zeug gegeben haben. Leiden unterdrücken, Heilung erzeugt und Alchemie. Geben wir mal den Gürtel. Und was Ring angeht. Leiden unterdrücken. Gesundheit wiederhergestellt. Nö. Na gut, auch geben wir ihm den da. Maya ist ausgerüstet, Xoti ist ausgerüstet, in der auch, ja. Es ist auch Tekeo mal ein bisschen besser ausgerüstet. Gut. Das heißt, über das Meer geht es jetzt erstmal weg hier. Halber. Weil ja, ich werde meine Crew switchen, leveln, zurück switchen, ja. Das wird ein bisschen dauern. Und ich hätte es eigentlich auch in der Taverne machen können, aber in der Taverne mache ich es dann zum Rasten. Das wäre eine gute Idee. Ich werde dann eigentlich fast wieder die Aufstellung nehmen, nur werde ich dann statt Tekeo mal wieder Alofrei nehmen. So, erstmal die vier und dann noch sie. Wobei ich kann es ja auf zwei Schübe machen. Es ist halt blöd, dass ich es nicht hier machen kann. Na, guckt euch mal ihn an. Er ist noch Stufe 1 und sie ist auch noch Stufe 1. Ich kann es wirklich nur an Land machen.
So, ja, die haben Level-Ups. Und das wird eine Weile dauern. Überleben, Athletik. Vor allem, er ist Mönch. Keine Ahnung, was ich ihm geben soll. Ah, nein, er ist Barbar. Entschuldigung. So. Nächstes Level up. Was könnte ich ihm hier geben? Ah, das wäre nicht schlecht. Nee, Waffenset nicht unbedingt. Ja, Schadensbonus für Zweihandwaffe und barbarischer Hieb. Klingt nicht schlecht. Ah, noch mehr Athletik und Überleben. Waffe und Schild nicht unbedingt. Verstärkt die von Natur aus die Haut des Barbaren. Ja, das klingt gut. Zweihändige Waffe. Erstmal den Zweihänder, dann die Mordaxt. So, nächste Stufe. Du löst den Barbaren unschuldbaren Blutdurst ein. Wenn er Feinde erledigt hat, Aktionsgeschwindigkeit erhöhen, ja. Das sind die ganzen Verbesserungen. Konzentration. Gewährt einen Bonus auf Nahkampfschaden, wenn zwei oder mehr Feinde in der Nähe des Barbaren sind. Und es braucht einen zusätzlichen Feind, um den Barbaren zu flankieren. Das ist gut. Und dann nehmen wir noch den Buff, wenn er jemanden getötet hat. So. Fingerfertigkeit und Fingerfertigkeit von mir aus gerne. Machen wir gerne das hier rein. Nächste Stufe. Wiederfindigkeit und Fingerfertigkeit. Zwei Punkte. Okay, ich kann den Schrei verbessern, damit er wirkt auf Gegner in einer Reihe. Die Kraft kann Gegner umstoßen. Wirkt auf Gegner, die um den Barbaren herumstehen. Danach erhält der Barbar Bonusangriffsbindung. Das klingt besser. Was haben wir hier? Verteidigung. Wenn der Barbar verwundet oder gesünder ist, erhält eine Resistenz gegen Wirkung auf den Körper. Das klingt nicht schlecht. So, wieder hier jeweils einen Punkt. Der Barbar kanalisiert seine unbändige Entschlossenheit. Kurze Zeit robust. Raserei. Angriffe können während der Wirkung Gegner taumeln lassen oder während der Wirkungsdauer fügen kritische Treffer Blutungen zu. Das klingt besser. So, die Mordaxt. Wieder Punkte hier rein. Mehr Gesundheit ist auf jeden Fall immer gut. Zum Beischlagen. Wenn der Papa das Ziel tötet, wird seine Erholung wieder aufgefrischt. Wenn der Treffer das Ziel tötet, werden die Wutkosten erstattet. Ne, nehmen wir das, was die Regeneration verbessert. Dann wieder zwei Punkte jeweils hier rein. Die Nahkampfangriffe erhalten eine Chance auf Unterbrechen. Unheimliches Glück klingt immer gut. Von mir aus Heimlichkeit und Einschüchtern jetzt. So, nächste Stufe. Viel Genauigkeit. Schiebt bei Aktivierung Gegner zur Seite. Das ist immer gut. Und was haben wir hier? Der Barbar schlägt so hart, sodass gewöhnliche Verteidigungsmaßnahmen über eine Mühe überwunden werden können. Oh, Tapferkeit, wenn diese Verteidigung schwächer ist. Erhitten durch kritischen Schaden. Ne, nehmen wir das hier erstmal. Und dann nehmen wir das hier. Ruhig noch Morgensterne.
Jetzt wieder Überleben und Athletik steigern. So, ich kann das hier machen. Blutsturm. Wert der Wirkungsdauer verlängern Tötung und die Dauer der Raserei. Das klingt immer gut. Was haben wir hier? Nachdem ein Gegner getötet wurde, wird der Erholungsbalken des Barbaren unmittelbar aufgefrischt. Klingt nicht schlecht. Und ja, das sind alles ermächtigte Angriffe. Nehmen wir das da mal. Luftsprung. Schlagen Gegner in der Nähe des Ausschlagsraums heftig ein und fügt einen Halbschaden. Ja, soll die Gegnermassen sprengen? Klingt immer gut. Wieder Athletik, aber diesmal Findigkeit. Gegner niedriger Stufe ist unmöglich, den Barbaren anzugreifen. Ah, das klingt nicht schlecht. So, jetzt kann ich entweder füge dem Aufschlag des Luftsprungs einen Bereichseffekt mit Brandschaden zu. Nee, das da klingt gut. Und Ermächtigung verbessern. Oh, ist das hier ein Wirbelangriff? Jede ausgerüstete Waffe greift jeden nahen Gegner an und verursacht extra Schaden sowie so weit möglich Blutbad. Okay. Einhandwaffen, Kriegsbeil. Steinaxt hat er schon, dann Kriegsbeil. So, noch mehr Findigkeit, jetzt aber wieder Fingerfertigkeit. Ne, Heimlichkeit. Das heißt, das da. Oh, das war's schon mit ihm. Dann rüsten wir ihn auch gleich mal aus. Helm haben wir leider keinen. Du kannst den einfachen Abwehrumhang kriegen. Du kannst das Gesundheitsteil kriegen. Du kannst auch den Regenerationsgürtel kriegen und einen Regenerationsring. Dann den Tapferkeitsring kannst du haben. Rüstungsmäßig. Gute Lederrüstung. Ja, ruhig den Gambas und des Kabbalisten. So, waffenmäßig fehlt jetzt noch. Ach, und Handschuhe. Haben wir Handschuhe? Maximale Disziplin. Das hier klingt gut. So. Also Waffenschwerpunkt. So, Waffen. Du trägst nur eine gute Mordaxt. Haben wir da was Besseres? Ja, Fürst Darin Celebarde. Die tun wir sogar Seelenbinden. Und für die Offhand. Also für die zweite ein Kriegsbeil und eine Streitaxt. Ja, das sieht putzig aus. Feuer und Eis. Gut, als nächstes sie. Ha, Degen. Ich hätte hier den Kotzesticher. Einhändiger Speer. Zweihänder. Ja, ich kann leider nicht nach Waffentipps sortieren, weil ich würde hier gern... Außergewöhnlicher Rapier. Ich würde gern was Besseres geben, wenn ich was Besseres hätte. Kampfstab habe ich nur. Klein Schild. Kriegt sie den hier mal? Ja. Habe ich hier wirklich... Dann kriegt sie das Stilett eben.
Mantelrock.